Als ich ein Kind war, wurde eine Gruppe von Jungs im Dorfladen beim Klauen erwischt. Mein Vater war außer sich, als er davon erfuhr. Aber ich hab doch gar nichts gestohlen. Vielleicht, sagte er. Aber du warst dort. Mein Name ist Peter Müller. Kommandant des Tigerpanzers 237. Und ich war dort. So bald alles vorbei. Müller! Sagen Sie mir, dass wir Nachschub kriegen. Und einen neuen Funker. Das wäre gelogen, Kerz. Ich lüge niemals, das wissen Sie. Das ist sehr anständig von Ihnen, Kommandant. Tja. Kommandanten können sich es eben im Gegensatz zu fahren nicht leisten, jeden Mist auszusprechen, der in den Sinn kommt, Schröder. Ja, Kommandant. Auf Ihre Position. Muss der dir eigentlich die ganze Zeit hinterherlaufen wie ein Streuner? Er ist noch ein Kind. Dann hast du mir bestimmt die Parteilinie erklärt. Ich habe ihn nur daran erinnert, wer wir sind, Kerz. Vertrau auf unsere Stärke. Vertrau auf Deutschland. Vertrau auf uns. Halt! Kerz, los geht's! Warum sprengen wir nicht einfach die Brücke und halten die Amis auf der anderen Seite? Weil wir uns nicht zurückziehen. Wir rücken vor. Scheiß Feiglinge! Gemeinsam sind wir stärker, vergessen Sie das nicht. Anton 1, vorrücken und unsere Streitkräfte am Bahnhof führen. Anton 1, rücken Sie umgehend zum Bahnhof vor. Befehl bestätigen, Hartmann. Ja, Kommandant. Anton 1, dein Oberkommando, gehen jetzt in Position. Anton 1 geht jetzt in Position. Alles klar. Aufbruch. Jawohl, Kommandant. Kerz, nach rechts. Wir müssen sie flankieren. Jawohl, Kommandant. Sie scheinen sich schnell zu nähern, Kommandant. Sie beide halten die Augen offen. Damit uns das nicht auch passiert. Geschütz bereit! Amerikanische Infanterie vor Ort! Schröder, an das MG-Feuer! Brechen Sie durch Barrieren, Kerz! Mir gefällt das nicht. Sei stark, Hartmann! Verfolg einfach deine Befehle! Sicher.
Anton 1 an Oberkommando. Schienen sind frei von Feinden. Gute Arbeit, Anton 1. Wir rutschen gegen eine Fliege, haben Sie keine Chance. Rücken Sie jetzt auf der Hauptstraße vor und helfen Sie der Infanterie. Auf zur Hauptstraße, Kerz. Jo! Das war's. Die Panzer sind erledigt. Hier liegt keine Chance gegen uns. Auf der Straße. Zerstören wir ihre Verteidigung. Die Amerikaner laufen davon. Stefan hat schon Angst gemacht, hä? Anton 1, vorrücken und unsere Streitkräfte am Bahnhof untersetzen. Anton 1, rücken Sie, umgehen, Bahnhof vor. Befehl bestätigen, Hartmann. Ja, Kommandant. Anton 1, dein Oberkommando gehen jetzt in Position. Anton 1 geht jetzt in Position. Alles klar. Aufbruch. Jawohl, Kommandant. Kerz, nach rechts. Wir müssen sie flankieren. Jawohl, Kommandant. Sie scheinen sich schnell zu nähern, Kommandant. Sie beide halten die Augen offen, damit uns das nicht auch passiert. Geschütz bereit! Wir müssen durch die Station voraus. Alle Mann bereit halten. Anton 1 an Oberkommando. Schienen sind frei von Feind. Gute Arbeit, Anton 1. Wir rutschen gegen einen Flieger, haben Sie keine Chance. Rücken Sie jetzt auf der Hauptstraße vor und helfen Sie der Infanterie. Sie haben es gehört, Kerz. Vorrücken. Jawohl, Kommandant. Vorrücken und Verteidigung zerstören. Die Amerikaner laufen davon. Stefan hat ihnen Angst gemacht, hä? Was war das?
Meter. Wenn die so weitermachen, haben wir ein Problem. Sonst könnte der nächste Treffer der letzte sein. Fahren Sie uns in Deckung!
Statusbericht. Hier werden wir uns nicht lange halten können. Jemand muss da raus, uns einen Weg suchen. Schicken Sie Hartmann. Wovon zur Hölle reden Sie da? Der Mann ist nicht in der Verfassung. Vertrauen Sie auf unsere Stärke. Das waren doch Ihre Worte, oder? Keine Schwäche, keine Sentimentalitäten. Oh ja, Gott nochmal. Sie sind zu wichtig. Das können wir nicht riskieren. Und ich bediene das Geschütz. Dann mache ich das eben. Nein, Sie müssen fahren. Aber Hartmann, der ist doch eh angeschlagen. Austauschbar. Wollen Sie ihn wirklich da rausschicken? Hartmann! Ja? Steigen Sie aus dem Panzer. Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie. Ach Gott, nochmal, Müller, nein, der Mann ist nicht in der Verfassung. Bitte, Peter, ich kann wirklich... Raus aus dem Panzer, Hartmann. Ich möchte, dass Sie Ihre Pflicht tun. Und das gilt für jeden hier. Hartmann. Wo ist der hin? Der desertiert. Das wissen Sie doch gar nicht. Ruhe. Hören Sie das? Bewegung auf 9 Uhr. Und auf 12 Uhr. Bringen Sie uns raus hier. Wir können doch Hartmann nicht hier lassen. Zur Hölle!
guter Zeitpunkt. Wird sie es reparieren? Vielleicht. Dauert aber eine Weile. Was ist mit dem Panzerknacker? Bringen Sie Stefan wieder zum Laufen. Ich schlage mich zu den Flugabwehrgeschützen durch. Du bist verrückt, Peter! Außerhalb des Panzers war die Welt unmittelbarer. Der Geruch von Blut und Tod. Ohne meine stählerne Hülle unterschied mich nichts von den Leichen in den Ruinen. Ich war keine gedankenlose, allmächtige Maschine, sondern einfach nur ein verwundbarer Mann voller Fehler. Have a look then.
kampfbereit. Aber das Funkgerät hat den Geist aufgegeben. Fürs Erste kommen wir auch ohne zurecht. Weiter zur vorgeschobenen Basis. Das ist die Basis. Was jetzt? Geben Sie mir Deckung, wenn möglich. Ich suche die Dokumente. Erledigt. Thank you.
Hartmann? Dieser Idiot! Halten Sie den Mund! Er hat seine Pflicht getan, wie befohlen. Seine Pflicht? Nein, er war ein Verräter. Einer von uns. Fahren Sie weiter zum Hauptquartier. Stellung. Kommandant, was ist hier los? Ich werde es herausfinden. Und Sie reißen sich zusammen, Schröder. Oh mein Gott. Es geht alles den Bach runter. Mensch, Peter, was machen wir denn jetzt? Wo ist jetzt die große Verteidigung? Hier sollte sie doch sein. Wir sind allein. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich besorge uns ein intaktes Funkgerät. Sobald meine Männer in Sicherheit sein würden, würde ich Zeit haben, über alles nachzudenken und die Lage zu bewerten. Das redete ich mir jedenfalls ein. Damals habe ich meine eigenen Lügen nicht erkannt. Achtung, Achtung! Alle Truppen, die den Fluss noch nicht überquert haben, müssen den Rückzug mit allen Mitteln sichern. Lassen Sie niemanden auf die Brücke. Zeigen Sie die Position in den Kategorien. Für Deutschland! Wir sind hier, um Deutschland zu verteidigen! Verflucht! Sind Sie verrückt? Ruhe! Alle! In Bewegung bleiben oder Deckung suchen! Direkt ins Ziel! Feindliche Panzer nähern sich!
sind noch mehr. Durchhalten! Verraten? Die haben die Brücke gesprengt. Die wollen uns hier verrecken lassen. Das weißt du nicht, Kerz. Komm, wir müssen jetzt... Was? Stärke zeigen. Hä? Herrgott doch mal. Sieh dich doch um, Peter. Gott stehe uns bei. Alles, woran wir geglaubt haben. Alles, was wir dafür getan haben. Es ist vorbei. Nein, Kerz. Komm. Tu das nicht, Kerz. Peter, es ist vorbei. Er war ein Verräter. Thank you.
I was a good soldier. One among many. Firing cruel weapons at strangers in different colored uniforms. In countries that didn't belong to any of us. God help us all. The wheels of war are still turning. Throttles set, engines roaring, armed, fueled, in motion. But against all of that horror, one thing gives me hope. I have glimpsed another world. A world where humanity shines brightly, rising from the ashes of these dark times, burning with hope. It illuminates a path through this wreckage. A path to somewhere better.